Guten Tag. Schön, euch zu sehen. Bleibt ein Weilchen und hört zu. Ti amo. Ich sag nur Ti. Oh, da sind wir ja schon wieder drauf. Ach, hallo, Freunde der leichten Unterhaltung. Da sind wir wieder beim Motorsportmanager. Es geht nach Südafrika, nach Kapstadt, der Heimat von Howie Kapne. Und mit dabei ist natürlich auch wieder der Valvo. Ach, diese Gags. Das war kein Gag, das war einfach nur eine Feststellung. Ich weiß nicht mal, ob er aus Kapstadt... Hannesburg oder irgendwo. Keine Ahnung. Ja, servus und hallo. Zirp, zirp, zirp. Bin ganz geflasht von diesen Infos. Die haben Kopf geschmissen, aber... Max Spencer und Terry Zinsen. Doin. So, Getriebe. Sehr schön. Das haben wir fertig gebaut. Dann können wir das hier einbauen. Haben wir auch schon gemacht. Die besten Teile sind auch schon im Auto. Das ist ja supi. Das hier können wir noch reinballen. Also ne, 50 eher nicht. Das lassen wir noch. Nett. Das eher nicht, nein. Mit 50% würde ich hier nicht sagen. Es sei denn, du willst sagen, dass der oder besser gesagt diejenige dann an die Box muss. Ja, öfter reinkommen, ja! weißt du, was ich mir überlegt hatte? Wir haben so viel Geld. Können wir doch wieder was im Headquarter machen. Wir können ja noch 6 Millionen ausgeben, stimmt. Ich dachte mir wirklich mal so ein Besucherzentrum bauen. Okay. Ja, haben wir in nicht mal 2 Jahren drinnen. Und der Vorteil ist ja eigentlich, weil es heißt ja immer, dass die Ingenieure nur kommen, wenn das Entwicklungszentrum gut ist, das Headquarter gut ist. Und das müsste ja eigentlich auch zu dem Headquarter dazu zählen, das Besucherzentrum. Also wenn wir das jetzt bauen, dann sollte man da eigentlich auch theoretisch, da wird es gebaut, sollte man da theoretisch auch hier im Headquarter weiter raufkommen. Dachte ich mir. Ich hätte jetzt wirklich gedacht, dass wirklich alle Ausbaustufen dazu zählen. Vielleicht dieses Besucherzentrum, nur eine Ausbaustufe, ist jetzt vielleicht nicht das Höchstanliegen. Also ich denke mal, da ist die Fabrik und sowas schon, hat bestimmt dann mehr zuzählt und wichtiger ist. Mitarbeiter und Marke, Mitarbeiter, Leistung, Fabrik, Entwicklung. Ja, Mitarbeiter und Marke wäre das dann eigentlich. Theoretisch. Ja. Da muss nach oben gehen. Was ich gesehen habe beim Besucherzentrum, das hält die Fangemeinde bei Laune. Warum haben wir eigentlich daneben gleich eine riesige Farm zu stehen? Haben wir hier irgendwelche Experimente noch am Laufen oder was? Ja, darum habe ich immer gesagt, Kenny mit seinem Landwirtschafts-Truck-Ding da. Die UFOs landen auch. Weiß ich nicht, was das hat mit der Fangemeinde auf sich hat, dabei bringt das dazu mal gar nichts. Mal dann sehen, ob das dann... schauen, ob das dann höher rauf geht. Mal 2. Hat man nicht letztens 0,1 noch? Ja, hab ich, aber... Immerhin! Habe ich eh schon beim letzten Mal gesagt. Nur 0,2 Cent. Toll. Dann Mist. Gut. Dann bauen wir noch was. Lass mal noch schön ins Minus gehen. Also richtig volle Möhre nackt. Nackt, genau. Was darf's denn sein? Jo, was hätte man denn gern? Was darf's denn sein? Darf's ein bisschen mehr sein? Bremsenverzögerung. Oh, ist so viel Raum, hm? 59, 54, 59, ja, hm, ja. Brauchen wir die Bremsen. 50. Miau. Geht's in den Keller. Gut, Sponsoren. Kommt hoffentlich noch was. Bei 3 ist ein bisschen wenig. Tja. Sicher gar nichts. Das wird 5 nächstes Sterne. Rennen in einem Tag. Ach du Kacke. Ja, weil erstmal eine Abstimmung. Hallo, bei der Global Motorsport Association gibt es eine neue Abstimmung. Diesmal geht es um Nachtanken mit 40 Kilogramm Treibstofftanks. Welche zur Erinnerung, sind noch mal die anderen? Nächstes Mal war Punkte für die Top 8.
Wichtig. Aha, wichtig. Mittellange Qualifyings, ja, ganz nett. Ja, kann man, muss man jetzt aber nicht unbedingt. Also ja, halt noch zwei Abstimmungen, so, die wichtig sind. Eigentlich Outings. Hm? Sind also zwei Abstimmungen, die für uns wichtig sind. Jetzt ist die Frage, wie viel nehmen wir jetzt? Was ist wichtig? Nachtanken, meinst du? Dachte ich eigentlich auch, dass wir das nicht wollen, oder? Ja, wäre ich eher dagegen. Jetzt ist nur die Frage, wie war das Aufteilen von den Stimmen? Jeweils drei? Ah, ja, voll der Kalle, sieben. Ja, vier und für das andere drei? Oder? Naja, ist auch viel, oder? Ich weiß es nicht. Den zutrauen würde ich den alt. Ich meine, theoretisch, wir sind immer mit den weichen Reifen unterwegs. Uns wird es vielleicht auch gar nicht so krass treffen, wenn es doch eingeführt wird. Weil wir sind jetzt keine, die auf harten unterwegs sind. Mhm. Von dem her wäre es auch okay, wenn es eingeführt wird, aber halt eher ungern. Ja, na dann also macht das so zwei Stunden oder so. Zwei Stimmen. Dagegen stimmen. Schauen wir mal, was da rauskommt. Bin dagegen. Und alle, was? Der lebt? Dieser Rhinoceros. Dafür. Was hatte ich schon gesagt? Dagegen. Danke, Bruno. Danke, Leben. Charlotte. Dafür. Okay. Hui. Und? Eckloch. Ah, guter Mann, guter Mann. Komm, ich lutsche ihn. Ja, ich lutsche ihn in den Schwanz, ja. Ich hab's versprochen, jetzt war ich auch. Diese Kimmel, eklig. Wir sind nicht gestochen worden diesmal. Ja. Bleibt bei 3. Ja. Na, dann schauen wir mal, was wir da haben. Das ist echt schlecht, würde ich sagen. Dritter oder besser? Zweiter besser, erster oder besser? Vorauszahlung, ja. Eine Mille. Ja. Und 5 Rennen ist wieder durch. Oh. Sieht auch cool aus, sehr abenteuerlich. Und? Was haben wir da? Zehnter oder besser? Ja. Können wir auch nehmen eigentlich. Japan-Rennen, waren wir schon? Ja, ne? Waren wir schon, ja. Das hatten wir schon mal genommen am Anfang der Saison. Okay. Nippon, also beliebter. Kein Geld. Aber es sind 4 Rennen wieder durch. Und 400.000 für den 10. Platz. Das klingt dann ganz gut. Shimizu sowieso der 2. Platz mit festen Beträgen geht ja auch zu Ende. Dann können wir auch wieder was Neues dann hoffentlich bekommen. Oh, diesmal auch dann gut. 3 angeboten. Ja. Und du hast 8,1 Mille eingebracht. 8,1 Millionen. Okay. Und dann geht's nach Capstadt. Capstadt. Capistadt. Gut, das ist am Bauen, die Bremsen. Es läuft alles soweit. Immer noch nur auf Platz 8. Eigentlich jetzt schon einbauen, den neuen. Nur. Ja, haben wir schon. Haben wir schon. Biesel, was hat sich getan? Okay, aber leider immer noch Platz 7 beim Motor. Ja. Scheiß. Wir haben bestimmt über 1400 kommen müssen. So krass, ey. Wie das abgeht alles. Diese Abgabe. 8. beim Wagen, 7. bei den Fahrern, 10. beim Hauptquartier, 7. bei den Mitarbeitern, 3. bei den Sponsoren. Mann. Ja, man sieht halt, dass wirklich die Sponsoren, dass man da wirklich Wert legt beim Balbo. Was? bei den Fahrern, dass ja wirklich nicht gerade sehr viele Fahrer da sind, die eine gute Marktfähigkeit haben. Mhm. Und gerade ja, sieht man halt in der Liga, dass denn ja doch Fahrer sind, die zwei gute Werte haben, aber dann halt keine Marktfähigkeit erreichen, die 4 oder 5 Sterne ja wahrscheinlich sind. Und dadurch ist man da eigentlich immer ziemlich weit oben, wenn man das macht. Aber ist jetzt auch eher so ein Übergangsjahr, hätte ich gesagt. Von dem her, Hauptsache viel Geld abgreifen. Ist gerade so unser Wichtigstes und viel im Headquarter investieren. Dass wir da vorankommen. Die Mausefalle. Ja, kommt auch noch die Mausefalle. Gut, dann geht's nach Kapstadt, wo es regnen soll. Reifen ab Natzung. Natzung. Ab Natzung.
Reifenabdruck zum Mittel- und Spritverbrauch ist niedrig. 42 Runden. Das ist gut, dass die Abnutzung niedrig ist. Das könnte uns zugutekommen. Ultraweichen Schlüpper am Start. Mit den sehr weichenden Weichen. Variante A. Harianto, Varianto A. Aber ich glaube, da sind wir eh ein bisschen nur auf A gefahren. Ja. Ich weiß nicht, ob es da was anderes auch gibt. Glaub, das ist zum Beispiel eine. So ein Stadtkurs, da kannst du nicht viel ändern. Fast über einen Parkplatz. Sonst würde man hier auf der Streckenkarte wahrscheinlich noch andere Abzweigungen sehen. Fast da entlang den Radlweg. Immer durchs Wasser. Gluck, 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 gluck. Oder da zum Beispiel. Das ist ja auch so blöd hier. Diese kurze Passage. Ja, ein bisschen Möglichkeit wird schon geben, da geradeaus durchheizen. Statt da über den komischen Kreisverkehr. Das ist total bescheuert, finde ich. Na gut, Lara und, keine Ahnung, Alexia. Dem die Chica ja noch Schniedelschnupfen hat. Gib mir für Stäbchen. Schulter ausgekugelt, glaube ich, war das. Ja. Gibt's ja gar nicht. Ich kann ja mal versuchen einzurenken. Wollen Sie das? Wollen Sie das, Frau Baikasa, dass Ihnen ein Clown da was einrenkt? Ja, ist der Abtrieb aber sehr hoch. Trapp. Der Abtrapper. Ja, wollen Sie wissen, woher ich diesen Namen habe? Hier, ja, vom Schultern rein. So, na gut, dann machen wir das so. Da ist der Trapp besser. Tripp, tripp. Und ab zum Training. Was haben wir denn? Regen. Start. Südafrika. Ja, vielleicht kommt uns das ja wieder zugute hier, der Regen, wenn es im Rennen möglich ist. Ja, vielleicht ist im Rennen wieder Regen. Das wäre geil. Wie hast du gesagt bei Formel 1? Ist immer im Wetter wieder Regen oder irgend sowas? Ach Mann, ey. Guckt euch auf jeden Fall Formel 1 bei Joker an. Und guckt euch auch Motorsport Manager bei Michi an. Ja, der Weißler hat nämlich jetzt auch eine Edition angefangen, also könnt ihr auch da mal vorbeischauen. Wie es ihm ergeht. So ein Real F1 Name Mod. Wie es ihm läuft. So, was haben wir denn da? Für alle, die ihn vermissen sollten. Er ist auf seinem Kanal zu finden. Er hat uns nicht mehr lieb, ist fremd gegangen. Was ist jetzt alleine? Grüße. Schnief. Ach, alles easy, alles easy. Schnief, schnief. Schnief, schnief, die Schnulf. So, was machen wir denn? In welche Richtung? Wahrscheinlich eher Richtung Beschleunigung. Dass der Abtrieb so scheiße ist. Probier mal das einmal. Wir haben Qualifying und Renntrim gleichzeitig, okay, na gut. Dann weitermachen. Ach, falsche Reifen. Auf der nassen Strecke.
ganz schön kalt hier. 14 Grad. Hui. Ja. Das gefällt dem Rhinoceros gar nicht. Das kam jetzt schon öfter vor. Das ist doch auf den Strecken, wo man eigentlich vermutet. Oder in den Ländern, wo es doch wärmer ist, also eigentlich doch ziemlich arschkaltes Wetter ist. 99. Das schon nach 6 Minuten Training. Ein Wahnsinn. Jetzt kann sie fahren, bis der Schlüpper qualmt. Was länger dauern könnte, wenn es so kalt ist. Sie rubbelt sich einfach die Reifen ab. Ja, aber Susi. Geht schon anders. Oh, ultra weich, da müssen wir auch noch fahren. Ganz knapp vor Stufe 1. Na, da hinten könnte es vielleicht noch werden. Ja, eventuell. Jetzt 3 Minuten oder so. Wir fahren auf Qualifying gerade. Das ist so eine Anzeige, fehlt mir. Dass die Anzeige da irgendwo ist. Ich habe nicht die geringste Ahnung. Mal weiter rein. Jetzt sind wir gleich an der Penny. Lipunen von Yao. Steig aus und geh. Lara, die Triple L Fraktion da vorne. Wird nur noch die Lugenquist. Oh, auch nicht schlecht. Dann ist es hier ziemlich gleich geblieben, außer eben, dass es 28% statt 27% sind. Auf meinem schlauen Zettel hab. Fintel. So. Oh. Renntrim, okay. 4 Runden. Nach wie vor auf den Inters. Tschüss. Platz 3 und 4. Dreimal ausgezeichnet. Fast ausgezeichnet. Ausgezeichnet. Schauen wir noch, ob wir noch auf 100 kommen. Das noch geht. Den kann ich wieder ein Screenshot machen. Yeah. Na, beim letzten Mal ist es dir schon gelungen. Gelingt es dir halt auch wieder. Große Frage aller Fragen. Klassenhalt, egal. Schaffst du die 100% zu erreichen? Am Sand, am Strand, da muss auch ganz schön suppen. Deine Spuren Gatsch. Im Sand. La 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 la. Und dann liegt jetzt Stufe 2. Mit Genom. Intermediate Stufe 2. Stufe 3 wird sich wahrscheinlich nicht mehr ausgehen. Und setzen wir hier auf die Ultraweichen. Ja, langsam sicherlich mal reinkommen. Rennen Stufe 3. Oh, vielleicht geht es noch aus. Wir haben ja sowieso hier eine ziemlich kurze Runde. Hui, so kurz. Und bei 1,10er Zeiten um den Dreh. Deswegen hier 42 Runden auch. Probieren wir es noch. Vielleicht ist da was drinnen. Edda Jönsdottir wurde auch schon gesichtet am Strand. Die schon wieder, die alte Schlampe. Ja, Beachvolleyball gespielt, da ist wohl ziemlich viel. Da ist ziemlich viel Sand wohl in einige Körperöffnungen gekommen. Ach. Mhm. Erzähl mal genau. Ja. Und. Es soll nicht die ihre Uschi gewesen sein, wo die Körperöffnung gewesen ist. Es soll doch tatsächlich der Mund gewesen sein, wo alles rein. Ach. Auf, ne? Ich weiß nicht, wie das angestellt hat, aber. Oh ja. Mein Gott. Vielleicht hat sie gedacht, sie isst gerade Fischstäbchen. Oder sie einfach auf die Schnauze gefallen und. Schön einmal Sand getankt. Wer kennt's nicht?
4 Minuten haben wir noch? Übersetzung ist perfekt. Wieso rede ich Italienisch? Das wird dein Geheimnis bleiben, hoffe ich. Boah, lieb von 107 brettert da mal raus. Ich mag's doch Französisch. Schmidt. Ja, rennt drin. Sehr schön. Dann können wir noch Qualifying machen. Rein, rein, rein. Aber wir sind doch gerade unterwegs hier. Ausgezeichnet. Geht da was? 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 Nein! Aber wieso denn nicht? So. Daran wird es jetzt liegen. Jetzt klappt's. Zwei Runden und go! Raus, raus, raus! Du noch nie rausgefahren bist. Och, benö. Mag aber auch nicht besser werden. Okay. Dann ist es auch bei ihr in diese Richtung. So, so, so. Qualifying. So. Zwei Runden. Sind optimistisch. Und go. Gehen sich noch zwei Runden aus. Ultraweich. Ultraweich. Schade. Nein. Nee, es liegt an der. Gut, gut, gut. Immerhin Stufe 2. Sehr schön. Sehr schön. So schön. 4 und 5. 2 und 5, wenn ich bitten darf. Da hat sie nochmal mit den Schlüppern nochmal alle rausgeschlüppert. Schlüpper, Schlüpper. 107. Boah, 32.000 an Liponen geknabbert. Sehr schön. Ich hoffe, ihr verliert. Ich habe nicht drauf gewettet. Zanzi. Wenn nicht. Nein, das war immer noch kein Waffengeräusch. Nein, nein. Alles gut. Ich habe keine Waffe. Nö, nö. Nö, nö, sind meine Fingernägel. Immer noch. Auch da werden wir wohl wieder warten. Warte, warte. Wo war das nochmal? Jake? Jake, genau. Bei? Es bleibt 99. War bei welchem Spiel? War bei Motorsport Manager? Bei Rocket League. Hat bei Rocket League, ja. Mhm. Warte, warte. Aua! Oder Motorsportmanager, stimmt, das könnte auch sein. Motorsportmanager. Mit dabei war. Den Rocket League hast du lange nicht gemacht und bei mir war das nicht mehr. Kannst ja, und ich hab's reingeschnitten in Citro. Ja, ja, dann war's. Motorsportmanager. So, ich hoffe mal, dass es da hinten raus dann wieder auch warm bleibt. Ich hänge hier immer noch an der Box. Ronny, häng fest. Lasst mich doch mal los. Hängt drin rot so hinten dran. Du bleibst hier. Hat jemand die Schlüssel zu meinen Handschellen? Die habe ich jetzt mehr geworfen. Vielleicht. Aber auch nur vielleicht. Oh, nur wenn du brav bist. Sieht so aus, als würde es trocken bleiben. Ja. 107. Können wir noch warten? 107. Oh shit, da hinten wird es wieder warm, kalt. Warm, kalt. Raus, 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 raus. Raus, alle raus.
Mir wird so warm kalt. Gut, 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 gut. Tja, 1 zu 5 Surikov ist natürlich schon mal ein Brett. Was ein Brett. Und das erstmal auf Intas gefahren. So. Das ist schön knapp. Okay. Gut, okay. Perfekt. Okay. So. Dann fahrt jetzt mal was Schönes. Mädels. Die einzigen gerade, die eine Runde fahren. Muss ja auch mal sein. Verkehr ist trotzdem genusch. Genusch. Ah, die anderen kommen jetzt auch gerade mit Ultra raus. Bodenhaftung. Davon profitieren wir jetzt gerade. Was? Keine Bestzeit? Willst du mich verarschen? Nur Zweiter. Britta. Dieser Saufkopf da vorne. Und Schmidt. Mit schnellster Runde. Möglicherweise. Aber jetzt ist es wieder nass. Komm, komm, komm. Es muss nass genug sein. Das ist Schmidt die Verwirrung. Bitte. Lippo nehmen wir da auch nochmal. Ja, das ist der Vorteil vom 10. Platz, Sponsor. Ja. Aber selbst Platz 7 hätte ich heute. Na, ja, mal schauen, Ribeiro. Ja, auch nicht. Okay. Ja, dann hätte es geklappt. Platz 6 Pernil, die zeigt dir gleich mal. Und Ersatzfahrerin, ja. Na, ich werde es noch zeigen. Top 10 für beide. Und Schmidt und Lipone wieder vorn weg. Der Liao ist auch gut dabei, muss man sagen. Ja. Hat sich gut gemacht. Der Hong. Der alte Hongo. Hongo Otto. Ich stecke locker. Hashtag meine Frisur. Hashtag mal hab ich eine geile Frise. Hashtag voll die Alten hier, guck mal. Hey Rhinoceros, lass uns mal ein Selfie machen. Pass mal gar nicht rauf durch die Frise. Noch ein Kopf weg. Komm weg. Sonne. Wann wird's mal wieder richtig Sonne? Ui. Ui, 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 ui. Ui, ui, ui. Aber die ersten 5 Runden um den Dreh passiert nix. Gibt's denn da zu lachen? Ne? Ich hab ne Idee. Da wirst du sagen, bist du denn verrückt? Ihr könnt da auf Intermediate starten. Und man kommt. Ich bin ganz Ohr. Weil wir gesehen haben, dass es immer irgendwen zerlegt in der zweiten Runde. Und wenn in der zweiten Runde das Safety Car rauskommen sollte, fahrt das so lang, dass es Intermediate-Wetter wird. Und dann, wenn alle anderen reinkommen, wir sind die Erster. Also das war Erster werden, glaube ich, nicht. Aber mit dem anderen kannst du natürlich recht haben. Ne, wir sind dann Erster in diesem Moment. Aber auch da eventuell. Bin ich sicher, ob die... Natürlich, wenn es keinen zerlegt, ist das scheiße. Ja, entweder das oder halt auch... Trotzdem, auch wenn sie jemand zerlegt. Ich glaube nicht unbedingt, dass sie alle an die Box fahren. Naja, wenn es dann Intermediate-Wetter ist. Oder selbst wenn sie nicht reinkommen, haben sie es halt voll verschissen, weil wir mit Intermediates am Feld dran sind und die nochmal reinkommen müssen und viel Zeit verlieren. Ich hätte den Bock, das mit einer zu riskieren. Das machst du mit der Fanny, hat er eh. Ja, hätte ich jetzt mit der Lara hier gemacht, oder? Ja. 9. Platz.
tu es. Das jetzt ist doch mal was Geiles, ne? Das ist doch mal eine Strategie. Die sich aufregen, wenn die nicht geht. Klappt, dann. Hast du morgen früh ein Beil im Rücken? Ein Beil in den Kommentaren. Was soll das? Wenn Rika Lara lebt, is alive. Bernie kann eigentlich alles rausrotzen. Volle Aggression. Und Enrika dann runtergehen auf Schonen. Runtergehen. Da, wo ich es am liebsten hab. Reifen mal bestätigen. Na sicher, na klar. Öfter mal was. Unter Startaufstellung, spüren. Die beiden verletzen. Schmidt, ich bin so verletzt. Schon, ne? Oh, interessant. Auf der 3 Hong Yao, auf knapper der 4 Nikolai Surikov, auf der 5 Johnny Navarro, auf der 6 Alexia Penny, auf der 7 Johan Sylvander, auf der 8 Ika Vidal, auf der 9 Enrika Lara. Die schimpft immer noch. Verdammt, Scheiße, was war das jetzt? Auf der 11 Frida Fischer, auf der 12 Rafael Rodriguez, auf der 13 Esteban Ribeiro, auf der 14 Samuel Blanc. Blanche. Auf der 15 Dieter Wechsler, auf der 16 Siri Lundquist, auf der 17 Pascal Becker, auf der 18 Jens Beckmann, auf der 19 Zoe Sharp, auch verletzt, und auf der 20 Alejandro Moreno. Das ist sogar ein Pfeilchen. Na, da hat der Dieter aber jetzt richtig schön zugeschlagen. Der Dieter wollte die Pascal treffen, hat aber die Zoe getroffen. Hier, soll ich dir ein Pfeilchen pflücken? Mitten ins Gesicht. Das einzige Pfeilchen, was du von mir bekommst, ist das hier. Boom. So ein Valentinstag, du Bitch. Danke, Schatz. Weil du vor mir in der Fahrermeisterschaft bist. Platz 14, Platz 15. Na, dann läuft sie auch. Na gut, na dann vielen Dank fürs Zuschauen. Ich bin schon gespannt aufs Rennen morgen. Huch. Huch. Aber Alexia.